Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesim-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt, Prissenarchitekt in der Release-Version. Wir sind am Ausbauen. Ja, das haben wir heute vor, aber erstmal muss der Zaun hier weg, da sind die immer noch dran. Überall rennen unsere Arbeiter rum, ich glaube, die wissen gar nicht, was sie da tun. Die tun einfach. So, die tragen schon wieder Holz Richtung Exportzone, ja. Irgendjemand hat mir geschrieben, du brauchst eine Exportzone, da ist er. Deshalb tragen die ja Holz dahin. Drei Jahre abgesessen. Fünf Tage in ihrem Gefängnis. Bewährungsanhörung fehlgeschlagen. Geschätzte Rückfallquote 51%, aber wohl entlassen, wenn ich das richtig sehe. Häftlinge müssen bald entlassen werden. 11 Häftlinge bereit für Bewährung. Ach du lieber Himmel. Ja, also das ist keine Flucht. Den haben sie gehen lassen. Der wäre ja gar nicht hier rausgekommen. Der wäre ja schon getasert worden. So, bin mal gespannt, wenn sie hier den ganzen Müll dann mal weggeräumt haben. Kann alles ein bisschen dauern. Wir brauchen Zeit hier. Das ist ja kein Rush. Das ist ein Let's Play und ich will nicht durchrennen, ich will es erfolgreich durchmanagen. Momentan läuft es ja. So, irgendwas habe ich gelesen mit irgendwas, wenn ich auf dem Hof bei Banden. Ah, da kann ich draufklicken, um den Hof schneller oder was zu übernehmen. Rufen wir da alle freien Mitarbeiter sozusagen auf den Hof, um den dann zu schützen. Jetzt kommt die ganze Gang hier. Oh, da haben wir 9. Der ist auch hardcore drauf. Der wandert zu dem anderen Kollegen, der hardcore drauf ist. So, Einsatz. Monstermäßig krasse Geschichte, Zellenblock-mäßig, ja, so, und weg damit. Der war nämlich sowas wie ein Kapo. Wollen wir auch nicht haben. Den wollen wir auch extra. So, Information. Informant. Hat einer ein gutes Coverage? Der hat 63%. Ich glaube, den holen wir uns mal, um den anzuhören, was der uns so zu sagen hat. Ja, und die Banden, also wir haben da Evict, was auch immer Evict bedeutet. Aber ich glaube, wir versuchen gerade den Hof hier für uns wieder zurückzuerobern. Also es geht zumindest schneller voran, habe ich einen Eindruck. Oh, Mist. Informanten. Wir wollen ja gucken, was der weiß. Der kommt jetzt gleich an. Und dann kriegen wir Infos. Informant. Okay. Bandenmitglieder. Geübter Kämpfer. Bandenmitglieder. Kopfgelder gibt es scheinbar keine. Gut. Dann lassen wir den wieder gehen. Ja, also irgendwie...
30 Häftlinge haben ernsthafte Beschwerden. Was sind denn die Beschwerden, die die haben? Wo haben wir denn die Bedürfnisse? Familie, okay. Training, okay. Erholung, okay. Ja, habt ihr doch alles. Ich weiß gar nicht, was die wollen. So, wir müssen ausbauen, um die besser unterzubringen. Haben die jetzt mal aufgeräumt hier? Die haben aufgeräumt, sehr schön. Dann können wir da mal loslegen. Also ich würde sagen, wie machen wir das am geschicktesten? Das ist blöd gelöst von mir selbst. Wie gut kann ich mich auf meine Vermutungen von früher verlassen, dass das hinhaut? Ich weiß es nicht mehr. Ist aber egal. Wir bauen hier mal kräftig. Das Problem ist, ich glaube, die reißen jetzt die Wand hier ab. Das will ich eigentlich nicht. Ist egal. So, bin ich mal gespannt, was sie da draus machen. Da bauen wir nämlich einen neuen Zellenblock an, wenn alles gut geht. So, wie sieht's aus hier mit dem Hof? Der Hof macht mir ein bisschen Sorgen. Der ist immer noch im Besitz von denen, aber wir haben jetzt massiv Wachen drin. Wir haben bewaffnete Wachen hier drin. Wir gehen massiv gegen die Gang vor. Da geht zur Bewährung und fällt schon auf. Achtung, was hat er dabei? Packt er eine Waffe aus, ne? Ne, er hatte nichts. Angeblich Fehlalarm. Information banden. Wir haben den Hof fast zurück. Come on. Befrei den Hof von dieser Bande. Jetzt. Jetzt erobern wir ihn zurück. Und es könnte sein, dass das ein Grund ist, warum die Bande auf die Barrikaden geht, warum hier gerade eben so das Ding da ansteigt. Wir haben irgendwie gerade einen schlechtes Karma bei uns. Wir haben viele Leute, die sich beschweren. Ja, wieder ein Bild, wo sie putzen. Also wir haben immer die gleichen Polaroids, ich weiß auch nicht warum. Bedeutet das, da baut einer, da bastelt einer? So, den hier wollen wir mal vom Einsatz her ein bisschen weiterlaufen lassen, damit er die Tür öffnet und da reinguckt, weil wir haben da ja momentan überhaupt keine Übersicht. Autosave. Logistik, nein, wo haben wir es denn? Informationen, Banden. Und
Wir haben den ersten Ring voll und der zweite ist kurz davor, sich zu schließen, wenn ich das richtig sehe. Massive Polizeipräsenz auf dem Hof. Kriegen wir den nicht erobert, den Hof? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht aus, es ist ein neues Feature, das sehe ich zum ersten Mal so. Wir versuchen das durchzustehen. Und nicht daran zu scheitern. Sagen wir es so. Da sitzt ein Gefangener, das ist auch geil. Der Gefangene sitzt hier vorne in einem Raum, wo er nichts zu suchen hat. Auf dem Stuhl und erholt sich. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann in Zukunft noch funktioniert. Ach, meine Nase fängt schon wieder an zu jucken. Das ist ein Drama. Was habe ich denn heute? So, und ich hoffe, die Freunde hier, die bauen mal ein bisschen flotter jetzt. Und kriegen dann mal den Block da hinten fertig. Dann können wir nämlich auf 100 Zellen aufstocken. Kriegen wir nochmal 20.000. Autsch. Die wollen sich gar nicht bessern, die Gangmitglieder, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Die wollen sich gar nicht bessern. Die machen hier drin mit Waffen. Die machen hier drin mit anderen Sachen. Jetzt haben wir einen Kapo da. Wir haben dann einen Pate da, einen Kapo da. Ich komme mir irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Komm mir vor, als spielen wir der Pate oder so. Also im echten Leben würde ich da so Regeln machen wie einer von jeder Gang in einen Block. Und dadurch einfach die Mitglieder so voneinander trennen, dass sie nicht mehr miteinander in Berührung kommen und dann hätte sich die Gang ziemlich schnell aufgelöst. Was machen die denn da? So, die kaufen alle Kram hier. Poison. Unglaublich, aber wahr. Die schmuggeln hier, was das Zeug hält. Die machen, was sie wollen. Der marschiert durch Wände. Wir kriegen scheinbar diesen Hof nicht erobert. Ich werde bekloppt. Was ist da los? Oder ist das jetzt schon erobert? Mehr geht nicht. Ich weiß es ja nicht. Könnte natürlich auch sein. Zumindest ist kein Achtungszeichen mehr da. Das ist mehr so, wir haben es übernommen, Punkt. Das ist natürlich auch ganz galaktisch gemacht hier hinten. So, wir machen hier mal wieder zu. Und wir machen hier mal eine Personaltür rein. Dass hier drin gearbeitet werden kann. Und der große Block ist fertig, das heißt, da müssen wir jetzt nur noch Innenausstattung machen und dann können wir da drin
ja, einen Zellenblock eröffnen und da bauen wir dann noch ein paar Duschen rein. Wahrscheinlich sogar einen Anfang bauen wir ein paar große Duschen rein, dass dann von hier und von da die Leute da duschen können, dass nicht alle in diese Dusche rennen. Ist ja auch gerade ein mittleres Drama. Wo ich mir auch gerade Gedanken mache, ist, ob die alle hier was zu essen kriegen oder ob wir eine zweite Kantine brauchen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir die alle hier versorgt bekommen, oder? Es ist halt problematisch, weil jetzt die kotzen hier rum, die kacken hier rum, ey, die benehmen sich echt wie Sau. Würde ich erstmal einen Benehmenskurs anbieten, bevor die bei mir hier im Knast unterkommen könnten, weil ich meine, das ist ja kein cooles Miteinander, das ist ja eher so ein Zustand. So, wie weit sind wir denn da hinten? Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Dann fangen wir mal an. 1, 2. Das reicht als Gang. Nee, machen wir anders. Ich bin gerade am Gucken. So, okay, Sitz passt, wackelt, hat Luft. So, fangen wir an und bauen dann hier eben, wie gesagt, Parzellen. Da wurde ich aber schon mal geschimpft, dass ich das so mache. Ich soll es doch einfach stempeln. Das machen wir dann auch. Machen wir schnell hier eine Ausstattung. Was wir brauchen in so einer Zelle. Wo haben wir denn? Ich weiß, man kann da unten einfach suchen. Wäre aber zu einfach. Ich suche lieber so. Da haben wir ein Bücherregal. Dann brauchen wir natürlich noch eine Gefängnistür. Dann brauchen wir hier noch die, oh, Alter, bitte. Es ist alles frei. Nee, er muss hier durch. Dann brauchen wir noch die Markierung, dass das Ganze hier eine Zelle sein soll, weil die kopiert sich auch mit. Dann können wir auf Klonen gehen, wenn alles eingerichtet ist und können den kompletten Raum, so wie er ist, immer schön kopieren. Einer nach dem anderen und dann geht das ein bisschen flotter. Aber es läuft, die Stimmung ist gut bei uns im Knast. Also da oben ist jetzt nicht unbedingt die Riesengefahr. Alle haben was zu essen, alle sind soweit happy. Ja, ich bin gerade am Überlegen, was habe ich jetzt kopiert? Das macht natürlich so keinen Sinn. Das macht so auch keinen Sinn. Hier drin darf keiner sein. Herrgott, Sakrament nochmal. Ich verstehe es nicht. Ja, wird da hingeführt und geht wieder. Hat ja auch recht. Ich habe die Dusche vergessen, ich hält. Ich wollte da vorne eine riesen Dusche bauen. Machen wir es anders. So, wir machen erstmal bis hierher.
Einsatz. Alles öffnen. Dass uns die Türen nicht um die Ohren fliegen, wenn sie die Türen zuerst bauen. Weil wenn ich das stempel, bauen sie auch die Türen zuerst, bevor sie Mauern bauen oder irgendwas anderes, werden erstmal Türen gebaut. Macht besonders viel Sinn. Das ist besonders cool. Guti, was wollten wir noch machen? Also da hinten bauen wir langsam die Zellen aus, werden immer mehr, bringt uns natürlich auch immer mehr Gefangene hier in den Knast, was ein kleines Problem ist, weil wir die Zellen ja eigentlich nicht belegen. Jetzt kommt der hier wieder und will in seine Zelle, oder was? Alter, du hast hier keine Zelle. Sag mal. Ich muss es so machen, dass die alle rausgeschmissen werden. Ey, sonst die pennen sonst da drin und alles und belegen hier Zellen und da ist noch kein Licht und kein Strom und kein Wasser und kein nix. Das geht doch so nicht an. Wo kommt man da hin? Okay, müssen wir anders machen. So, Stromski. Strom machen wir so. Das passt, das passt. Das kriegen wir hin. So, den legen wir so. Da können sie sich damit erstmal ein bisschen verlustieren. Wir haben schon 72 Zellen offiziell auf unserer Seite. Kommen, glaube ich, noch drei dazu jetzt. Das sind schon 73. Kommen noch drei dazu, sind wir bei 76. Also wir kriegen hier unten auf jeden Fall... Wir haben genug Platz, dass wir 100 Zellen voll kriegen irgendwann. Und das ist ja unser Ziel, dass wir noch die 20.000 Bonus abgreifen, wieder einen freien Platz haben und uns wieder anderen Aufgaben widmen können. Und ja... Dusche und Co. brauchen wir auch noch. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Das hier nutzen wir sowieso gerade nicht. Machen wir es auf dem Weg. Gut, ich verliere die Konzentration gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich an alles gedacht habe, ob wir finanziell rumkommen. Ich weiß nicht, was meine Wachen machen. Deshalb machen wir jetzt einfach mal Pause. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Nick Frei zockt, Berissenarchitekt. Bye, bye.